Jojojo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal, die YOLO Gang. Und heute zeige ich euch ein paar Sachen, die ich zum Nikolaus bekommen habe von meinen Eltern. Und ja, was in dem sechsten Türchen drin ist. Heute ist Nikolaus. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, was in dem Türchen überhaupt drin ist. Und wir machen es relativ schnell. Wie jeden Tag. Oh, das geht heute aber schwer auf. Hä? Ah, das ist runtergerutscht, die 12, glaube ich. Da sind die 2 drin. Leute, ich guck kurz nach. Okay, Leute, das ist nicht irgendein dummer Prank oder so, aber in der 6 ist halt nichts drin. Ich habe jetzt geguckt, hier in der 12 ist nur 1 und in der 11 nur 1. Und hier brauche ich gar nicht gucken, glaube ich. Kein Plan. Auf jeden Fall fange ich dann erstmal an, hier ganz locker eine Trinkflasche, weil ich meine Trinkflasche verloren hatte. Im Fußball hatte ich die vergessen und dann einfach so eine stinknormale Trinkflasche. Ja, dann, weil ich öfters Joghurt mit Müsli mit zur Schule nehme. Hier um Müsli rein und hier Joghurt rein. Dass nicht alles voll gesaut wird damit, finde ich relativ cool. Und die beiden Highlights lassen wir erstmal. Und ja, dann hier so eine Ladestation. Für mein Tablet, für mein Handy. Und notfalls kann ich da auch meine Controller dran laden. Also ist halt so ein Ding. Hier sind auch für jedes Feld solche Plastikdinger dabei. Die stellst du hier einfach rein. Und dann stellst du dein Handy hier rein, damit du das nicht rein. Ja, ganz cool. Hier wie bei der PlayStation so einen komischen Anschluss. Ja. Weil ich hatte immer keinen USB-Stecker. Also hier brauchst du einfach nur Kabel. Genau. Die du hier reinsteckst. Geht voll fit. Ausprobiert habe ich es jetzt noch nicht. Aber ich denke mal, dass es funktionieren tut. Also relativ cool. Und ja, so sollte es bei mir dann auch aussehen, nur dass hier mein Fernseher steht und hier die PlayStation ist, dass ich das damit hinstellen kann. Ja, nervt mich natürlich, dass in der 6 nichts drin war. Aber hier, das ist ein Bengalo. Eine rote Flamme. Ich kann die ja mal auspacken. Man darf sie nicht in der Hand behalten. Nicht in die Tasche stecken. Ach du Kacke, Made in China. Ich pack das Rote kurz aus. Bis gleich. Ich habe die ganze Zeit anscheinend gefilmt. Cool. Ja, also ich finde, gut verarbeitet ist es jetzt hier nicht, wie ihr seht. Ja. Das Gewicht verlagert sich auch sehr weit nach vorne. Ja, und das darf man auch über das ganze Jahr zünden. Das KT1. Wo steht das? Keine Ahnung, wo es jetzt steht, aber auf jeden Fall KT1. Voll cool. Die Frage ist, so rumhalten? Oder so rumhalten? Ah, hier oben steht es, kommt hier raus. Also so rum. Ja, voll cool. Ich
denke mal, ich werde bestimmt heute Abend eins davon anmachen. Das werde ich natürlich filmen. Komm, das Blaue kann ich jetzt auch mal schnell aufmachen. Ja, finde ich, geht klar. Sorry, wenn ich so leise rede. Ich habe auch die Ohrenschmerzen hoch. Und ja, ich halte dich auf dem Laufenden, was ich... Mal gucken, vielleicht mache ich dann noch ein Video, was ich noch alles gekriegt habe. Aber ja, mal gucken. Oder wenn ich die 6 irgendwo gefunden habe. Ich frage meinen Bruder mal. Vielleicht hätte der die herausgenommen. Aber mal gucken. Auf jeden Fall, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt oder kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Und ja, würde mich über ein Abo mehr freuen. Beziehungsweise, wenn ihr aktiv seid, würde mich genauso freuen. Auf jeden Fall lasst ein Like und ein Abo da. Ciao.